Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bayerns Ministerpräsident Söder hält an seinem Stellvertreter Aiwanger fest, trotz der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt. Er habe abgewogen und entschieden, dass eine Entlassung nicht verhältnismäßig wäre, sagte Söder. Es gebe keinen Beweis, dass Aiwanger das Flugblatt verfasst habe. Außerdem liege der Vorfall 35 Jahre zurück und seitdem sei nichts Vergleichbares vorgefallen. Die Pressekonferenz hat der bayerische Ministerpräsident kurzfristig anberaumt. Nach einem persönlichen Gespräch mit Hubert Aiwanger teilt Söder mit, die Koalition aus CSU und Freien Wählern wird fortgesetzt. Ich finde, es ist nicht entscheidend allein, was man mit 16 sagt, sondern wie man als 52-Jähriger damit heute umgeht. Und wer ernsthaft bereut, der kann auch leichter auf Verzeihung hoffen. Doch Söder übt auch Kritik. Aiwanger hätte die Antisemitismusvorwürfe um ein Flugblatt aus Schulzeiten früher, entschlossener und umfassender aufklären müssen. In seinen schriftlichen Antworten auf 25 Fragen von Söder distanziert sich Aiwanger erneut vom Inhalt des Flugblattes und bittet um Entschuldigung für Fehlverhalten als Jugendlicher, beruft sich aber auch auf Erinnerungslücken. Mit Söders Entscheidung heute zeigt sich der Freie Wählerchef zufrieden und geht beim Wahlkampfauftritt vor seinen Anhängern in die Offensive. Die Freien Wähler sollten geschwächt werden, der Aiwanger sollte ertränkt werden und andere politische Konstellationen sollten herbeigeschrieben werden. Ich sage ganz klar, das war ein schmutziges Machwerk, von dem sich viele noch werden distanzieren müssen. Scharfe Kritik kommt von der Opposition. Söder habe es versäumt, Haltung zu zeigen. Der eigentliche Verlierer dieser Entscheidung ist die CSU. Denn sie kapituliert jetzt vor einem Hubert Aiwanger, der offenbar nicht fähig oder nicht willens ist, glaubwürdig, aufrichtig, selbstkritisch mit den braunen Flecken in seiner Vita umzugehen. Und das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Der Präsident des Zentralrates, der Juden Schuster, zeigt sich angesichts Aiwangers heutiger Reaktionen skeptisch. Ich möchte auch sagen, dass ich ein bisschen irritiert bin. Er hat ja heute Morgen bereits in einem Landkreis München in einer Wahlkampfrede hat wieder von dieser Schmutzkampagne gesprochen. Von der Reue und Demut allerdings habe ich nichts gehört. Während Söder seinem Koalitionspartner empfiehlt, verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen, stellt sich Aiwanger vor seinen Anhängern als Opfer einer Schmutzkampagne dar. Damit dürften die Einflussmöglichkeiten Söders auf Aiwanger 5 Wochen vor der Landtagswahl geschwächt sein. Bei tagesschau.de finden Sie den vollständigen Fragenkatalog von Ministerpräsident Söder und die Antworten seines Stellvertreters Aiwanger. Kurz vor Beginn der Haushaltsberatungen im Bundestag hat Bundesfinanzminister Lindner bekräftigt, dass die Ampelkoalition sich nun vor allem um die Wirtschaft kümmern müsse. Über soziale Vorhaben und ökologische Ambitionen könne man nur dann weitersprechen, wenn das wirtschaftliche Fundament gefestigt werde, sagte der FDP-Politiker im ARD-Sommerinterview im Bericht aus Berlin. Dazu gehöre auch, die Inflation zu bekämpfen. Seine Rolle in der Ampelkoalition, die betont Christian Lindner im ARD-Sommerinterview immer wieder. Er sieht sich als derjenige, der das Geld zusammenhält, auf die Schuldenbremse pocht. Weitere Sozialvorhaben mit ihm erstmal nicht. Eine Priorität muss die Bekämpfung der Inflation haben, die eine große Gefahr nicht nur für den Staatshaushalt, sondern auch für Millionen Familien ist, für die gesamte wirtschaftliche Entwicklung. Und erst danach, wenn wir Geldwertstabilität zurückhaben und wirtschaftliches Wachstum, dann können wir über die Ausdehnung des Sozialstaats wieder nachdenken, nicht jetzt. Eine Spitze gegen die grüne Bundesfamilienministerin. Mit der hatte sich der Finanzminister über Monate darüber gestritten, wie teuer die Kindergrundsicherung werden darf. Ein Seitenhieb Lindners geht auch an die CDU, an diejenigen, die einen höheren Spitzensteuersatz befürworten, wie Parteichef Merz. Der neue Spitzensteuersatz würde beginnen ab 80.000 Euro Einkommen. Er müsste aber betragen 57%. Und das wäre wirklich eine Strangulierung unserer wirtschaftlichen Entwicklung. Über die niedrigen Umfragewerte der FDP will Lindner nicht sprechen. Die Werte derzeit einstellig. Das soll sich aber wieder ändern. Für mich hat immer eine Umfrage die entscheidende Bedeutung. Das ist die am Wahlabend der Bundestagswahl. Und da ist mein Ehrgeiz, dass die FDP 2025 wieder zweistellig, das dritte Mal nacheinander, in den Bundestag einzieht.
2 Jahre bleiben noch bis zur nächsten Bundestagswahl, zumindest unter der Bedingung, dass die Ampelkoalition hält. In der Diskussion über einen Industriestrompreis wollen die Bundesländer nun offenbar gemeinsam aktiv werden. Sie planen, bei der EU-Kommission für solche Unternehmenshilfen zu werben. Das geht aus dem Entwurf einer Erklärung hervor, die für die Ministerpräsidentenkonferenz kommende Woche in Brüssel vorbereitet wird. Sie liegt dem NDR vor. Darin heißt es, die gestiegenen Energiekosten hemmten die Erholung der Konjunktur, deshalb brauche es vorübergehende Hilfen. Bei ihrer Gegenoffensive hat die Ukraine nach eigenen Angaben in der Region Saporischschja die erste russische Verteidigungslinie durchbrochen. Ein General bezeichnete sie als die stärkste russische Linie. Man bewege sich jetzt auf die zweite zu. Das ukrainische Militär meldet seit Tagen Fortschritte im Süden. Auch im Raum Bachmut im Osten des Landes soll es Geländegewinne geben. Die Kliniken in Deutschland registrieren einen leichten Anstieg von Corona-Infektionen. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft GAS sagte Anfang der Woche, er sehe das gelassen. Das könne man nicht als Welle bezeichnen. Unterstützung kommt von der Bundesärztekammer. Dort weist man darauf hin, dass es in Herbst und Winter generell mehr Atemwegsinfektionen gibt. Mehr Arbeit für die Allgemeinmedizinerin in dieser ehemaligen Covid-19-Schwerpunktpraxis in Berlin-Neukölln. Eine Ärztin hat sich mit dem Coronavirus infiziert und ist seit dieser Woche krank. Covid-19 behandelt die Hausärztin wie andere Infektionskrankheiten. Die Gefährlichkeit des Virus war ja dieser Erstkontakt. Und das ist eigentlich nicht mehr existent. Also ich kenne, mir ist niemand mehr untergekommen, der nicht entweder eine Infektion durchlaufen hat oder geimpft ist. Und die hybride Infektion plus Impfung ist ja sowieso der beste Schutz, den man haben kann. Die Immunität sei momentan aufgrund der vergangenen Infektionswellen hoch, erklärt die Ärztin. Zahlen seien wenig aussagekräftig, weil sich viele Menschen auf das Coronavirus nicht mehr testen. Immunologen empfehlen, vor allem über 60-Jährigen und Vorerkrankten, sich im Herbst wieder impfen zu lassen. Vorgestern hatte die Europäische Kommission ein erstes angepasstes Vakzin für die aktuelle Virusvariante zugelassen. Fast alle Hersteller haben solche angepassten Impfstoffe auch in Entwicklung und haben die Zulassung beantragt. Das heißt, jetzt im September, spätestens im Oktober, haben wir die dann auch auf dem Markt. Die Hausärzte werden die dann vorrätig haben. Das heißt, die Gruppen, die es dann betrifft, die können jetzt auch noch ein bisschen warten, weil aktuell die Zahlen noch nicht so hoch sind, dass da sehr viel Gefahr im Verzug ist. Hausärztin Sibylle Katzenstein erwartet, dass in den kommenden Wochen noch mehr Patienten krankschreiben wird, auch wegen anderer Virusinfektionen wie Grippe. Sie rät, bei Symptomen Maske zu tragen, um Schwächere zu schützen. In Griechenland sind die schweren Waldbrände im Nordosten offenbar größtenteils unter Kontrolle. Das betreffe etwa 80% der Feuer, teilten die Einsatzkräfte mit. Entwarnung gebe es jedoch nicht. Im ganzen Land kämpfen Feuerwehren seit Wochen gegen hunderte Wald- und Buschbrände an. Besonders betroffen ist das griechisch-türkische Grenzgebiet. Dort brennt es unter anderem nahe Alexandroupolis. Die Feuerwehr musste vergangene Nacht ein weiteres Dorf evakuieren. Etwa 200 Menschen verließen ihre Häuser. Seit 16 Tagen kämpfen die Einsatzkräfte gegen die Brände im Nordosten Griechenlands. Viele Feuer sollen inzwischen unter Kontrolle sein. Leanthis Raptis sucht auf seinem Ziegenhof nach dem, was geblieben ist. 35 seiner Tiere sind tot. Einige wenige haben mit Verbrennungen überlebt. Wir wissen nicht, ob sie es schaffen. Wir wissen nicht, was wir jetzt machen sollen. Mehr als 1600 Quadratkilometer Fläche sind laut griechischen Behörden bislang in diesem Jahr abgebrannt. Eine Fläche etwa doppelt so groß wie Berlin. Der griechische Bauernverband geht von etwa 9000 verbrannten Zuchttieren aus, sowie Hunderttausenden Obst- und Olivenbäumen. Der ökologische und wirtschaftliche Schaden ist noch nicht absehbar. Die Opposition kritisiert, dass das Land nicht ausreichend auf die Feuersaison vorbereitet gewesen sei, was Regierungschef Mitsotakis zurückweist. Er macht vor allem den ausgesprochen heißen Sommer dafür verantwortlich. Zurück zum Hof von Bauer Linathis. Die Gegend hier im Nordosten ist dünn besiedelt. Der 56-Jährige erwägt nun, wegzuziehen. Wir brauchen Hilfe vom Staat. Gebt uns etwas. Es gibt keinen anderen Weg. Wie sollen wir überleben? Immerhin, Hoffnung macht die Wetterprognose. In den nächsten Tagen soll es regnen.
In Spanien warnen die Behörden zur Stunde in weiten Teilen des Landes vor schweren Unwettern mit Starkregen. In einigen Orten dürfen die Menschen ihre Häuser und Wohnungen nicht mehr verlassen. In Alcanar im Nordosten des Landes wurde ein unbefristetes Ausgehverbot verhängt. Dort waren innerhalb von nur 24 Stunden mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Am Vormittag trifft heftiger Regen zunächst die Region nördlich von Valencia. Binnen Stunden fällt fast die Hälfte der Niederschlagsmenge, die sonst in einem gesamten Jahr üblich ist. Die Feuerwehr ruft Menschen auf, höhere Stockwerke aufzusuchen. Wir haben aus dem Fenster geschaut. Unglaublich, Straßen waren wie Flüsse. Das Mittelmeer ist 2 bis 4 Grad wärmer als üblich, wohl ein Grund für das extreme Unwetter. Solche extremen Starkregenereignisse sind nicht untypisch für die Jahreszeit. Das Besondere, im Zuge des Klimawandels erwärmen sich die Ozeane nicht nur im Mittelmeer, sondern eben auch im Nordatlantik haben wir dieses Jahr extreme Anomalien. Es verdunstet noch mehr Feuchtigkeit, die Luftmassen sind noch wärmer als früher, sie können auch mehr Wasser aufnehmen. Diese Kombination führt eben noch zu stärkeren Extremen und das erleben wir jetzt aktuell auf der Iberischen Halbinsel. Überschwemmungen am Nachmittag, dann auch im spanischen Inland. In ganz Spanien sind Landstraßen gesperrt, der Zugverkehr ist teilweise unterbrochen. An Flughäfen kommt es zu Verspätungen. Auch in Madrid hat der Katastrophenschutz Menschen Nachrichten aufs Handy geschickt, aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Es gilt die höchste Unwetterwarnstufe, wie auch im südlich gelegenen Toledo, wo es bereits am Mittag heftigen Regen gab. Bis morgen sollen die Unwetter andauern. Zum Abschluss des dritten Spieltages der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin gegen RB Leipzig mit 0:3 verloren. Für Union war es die erste Saisonniederlage. Zuvor gab es im ersten Sonntagsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln ein 1:1 Unentschieden. Vor 55.000 Zuschauern im ausverkauften Frankfurter Stadion waren die Gastgeber in Rot und Schwarz in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft. Aber Köln gelang der Führungstreffer. Nach dem Foul von Max an Martel entschied Schiedsrichter Bart Stübner sofort auf Elfmeter. Der Kapitän der Kölner Florian Kainz verwandelte souverän zur Führung der Gäste in der 43. Minute. Die Mannschaft von Dino Toppmöller blieb auch in der zweiten Halbzeit das aktivere Team. Aber ohne den nach Paris gewechselten Kolomyani taten sich die Frankfurter im Angriff enorm schwer. Reihenweise wurden Chancen vergeben oder wie hier durch Shebet abgeblockt. In der Schlussphase gelang schließlich doch noch der Ausgleich. Der eingewechselte Neuzugang Nkunku erzielte das Tor zum 1:1 in der 87. Spielminute. Nils Nkunku, erst seit 3 Tagen in Frankfurt, erlöste die Eintracht-Fangemeinde und sorgte für das verdiente Unentschieden. Für Köln der erste Punktgewinn in dieser Saison. Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bleibt bei der Weltmeisterschaft in Asien auf Erfolgskurs. Im japanischen Okinawa gewann das Team um Kapitän Dennis Schröder gegen Slowenien mit 100:71 und sicherte sich damit den Gruppensieg in der Zwischenrunde. Das Spiel wird zunächst überschattet von einem Disput zwischen den beiden Freunden Dennis Schröder links und Daniel Theiss rechts, bei dem schließlich dem Bundestrainer Gordon Herbert der Kragen platzt. Der offene Streit zeigt Wirkung. Die Slowenen in Blau mit ihrem Weltstar Luka Doncic liegen im zweiten Viertel mit 12 Punkten vorne. Dennis Schröder und sein Jugendfreund Daniel Theiss vertragen sich dann wieder, kommen zurück ins Spiel. Und plötzlich läuft's bei der deutschen Mannschaft. Schröder und Theiss spielen wieder Basketball, sind die Topscorer im Team. Die deutsche Mannschaft demontiert Slowenien mit 100:71. Dennis Schröder erzielt 24 Punkte, verteilt 10 Assists. Es ist eine Weltklasseleistung der deutschen Mannschaft gegen Luka Doncic und die Slowenen, trotz des Streits zweier Leistungsträger. Im Viertelfinale geht es am kommenden Mittwoch gegen Lettland. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 4. September. Ein stabiles Hoch bestimmt unser Wetter. Die Luft erwärmt sich und die Wolken lösen sich auf. In der Nacht im Nordosten anfangs noch dichtere Wolken, sonst ist es nur leicht bewölkt oder klar. Im Laufe der Nacht bildet sich gebietsweise Nebel, der sich am Vormittag auflöst. Am Tag viel Sonne, abgesehen von einigen lockeren oder dünnen Wolken. In der Nacht 16 Grad auf Rügen, 7 Grad in der Lüneburger Heide und im Erzgebirge. Am Tag 21 Grad an der Ostsee und im Erzgebirge, 30 Grad im Saarland und in Baden.
Am Dienstag ist es sonnig oder leicht bewölkt bis 31 Grad. Am Mittwoch viel Sonnenschein, kaum Wolken bis 32 Grad. Unverändert das Wetter am Donnerstag. Die Temperaturen steigen wieder an bis auf 32 Grad im Schatten. Um 23.15 Uhr ist Ingo Zamperoni wieder für Sie da mit diesen Tagesthemen. Wer zeigt hier auf wen? Söder, Aiwanger und die Medien. Und nasse Füße statt Burning Man, das Kunsthappening in der Wüste von Nevada versinkt im Schlamm. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.